Wapp, wapp und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Chris und ich möchte heute ein bisschen Bibis Song auseinandernehmen. So wie es sich gehört. Und das hat einen ganz einfachen Grund, was man ja momentan von vielen Bibi-Fans liest, dass jeder, der das Video disliked, nur ein Hater ist, nur ein Neider ist und das Video ist nicht schlecht, die Musik gar nicht schlecht sei. Und deswegen werden wir uns jetzt anschauen, woraus genau dieser Song eigentlich besteht. Ich habe ihn mehr oder weniger erfolgreich nachgebaut und selber aufgenommen. Ich muss es einfach zugeben, mit dem Ergebnis recht zufrieden. Ich muss es einfach mal sagen. Wir sehen jetzt hier schon in Reaper, habe ich meine ganzen Spuren aktiviert, bis auf den Originaltrack. Der ist stumm geschaltet. Und ich werde jetzt so ein bisschen erklären, woraus dieser Song besteht, wie er aufgebaut ist und wie ich es geschafft habe, nachzumachen. Und dann kommen wir zu der ganz wichtigen Frage: Warum ist der so scheiße? Aber das werden wir am Ende erklären. So, wir werden uns jetzt nämlich jetzt erstmal anschauen, wie es überhaupt dazu kommt. Das wird nämlich wichtig sein, das wird ein integraler Bestandteil sein dessen, was ich am Ende sagen werde. Denke ich mal. Wir schauen uns jetzt erstmal hier das Intro an. Das beginnt ungefähr, das geht bis hier. Ganz grob. Wir haben am Anfang hier diese zwei Glockenspielspuren. Die heißen jetzt beide Glockenspiel. Es ist allerdings hier, das ist tatsächlich ein Glockenspiel, also diese Spur hier. Das hier ist nur ein Klavier. Also wenn man sie jetzt mal zusammen anhört. Ja. Das ist dieses Gerödel, was ihr da am Anfang in Bibis Song auch hören könnt. Ist wichtig, ich musste das nachspielen, weil sonst klingt's kacke. Dazu haben wir hier ein bisschen Klavier, aber recht leise und nur auf dem linken Kanal oder fast ausschließlich auf dem linken Kanal. Das habe ich einfach dazu genommen. Ich weiß, im Original ist es wahrscheinlich nicht dabei. Ich habe es aber dazu genommen, damit es ein bisschen voller klingt. Dann haben wir hier noch Akustikgitarre. So. Auch die habe ich hier ein bisschen mehr nach links ausgelastet. Ist aber ein bisschen leiser, als sie eigentlich sein sollte. Denn es ist nicht die einzige Gitarre, die dazu spielt. Ich habe nämlich gleichzeitig noch, machen wir das hier mal wieder, so. Ich habe noch, ich darf jetzt keinen vergessen, ja gut, ich habe hier noch eine kleine Solo-Gitarre, einfach weil es nett ist. Die, weiß ich, da habe ich improvisiert und einfach ein paar Töne gespielt. Das klingt jetzt blöd, aber am Ende hört sich das tatsächlich ganz gut an. Und ich habe hier unten noch, wie im Original, auch eine Saite mit Stahl, ach, eine Saite sage ich schon, eine Gitarre mit Stahlsaiten. So. Also, was wir erstmal haben. Wir haben am Anfang im Intro diese Standardakkorde C-Dur, G-Dur, A-Moll und wieder G-Dur. Und dieser Teil, also diese vier Akkorde, die werden auch wiederholt. Und zwar immer in diesem Part und immer hier, also in jedem Refrain. Also das ist quasi der Refrain, der am Anfang halt auch gespielt wird. Und schauen wir uns an, wie es weitergeht. Wir haben hier oben, das ist dieselbe Gitarrenspur, halt nur von der Lautstärke ein bisschen verändert, deswegen habe ich sie getrennt. Haben wir das Klavier, diesmal ein bisschen lauter. So, kann man jetzt auch wieder, ne, größtenteils auf dem linken Kanal. Dazu haben wir noch, ja, Solo-Gitarre hört man aber ab dem Teil noch nicht wirklich, geht erst hier weiter. Möchte ich auch gar nicht so weiter betonen. Wir haben einen Bass, der kommt erst jetzt dazu. Auch, der spielt immer nur den Grundton, total einfach. So, jetzt kommt G. Dann kommt D. Und dann kommt der Witz. Genau ab dieser Stelle hier. Dann kommt nämlich nicht wieder G, wie es im Refrain ist, sondern es kommt noch für zwei, wie heißt es denn, Schläge quasi, noch der A-Moll-Akkord dazu. Und dann geht's wieder zurück auf G. Übrigens, das hier ist ein D-Moll und nicht D-Dur, bevor ich es vergesse. Also haben wir hier. So, und dann das, ja, A, G und dann geht's hier weiter mit C. Und dann wird das hier wiederholt. So, das ist der komplette Song von den Akkorden. Ja, jetzt hätten wir das geklärt. Weiter geht's. Ich habe hier noch eine neue Gitarrenspur, die ist aber noch nicht quasi benutzt in dem Teil. Wir haben, genau, die Stimme, ganz wichtig. Also hier unten, Western-Gitarre habe ich euch schon gezeigt, ne? Kann ich auch sonst noch mal zeigen. So, das ist jetzt dieser D-Moll-Akkord. A-Moll und wieder G-Dur. Und ab dem Teil, also ab hier ungefähr, wiederholt sich es dann wieder. Was aber viel wichtiger ist, die Stimme. Die ist nämlich, und das habe ich hier verändert, weil es mir besser gefiel und weil es auch besser klingt, im Original ein bisschen anders.
Die ist nämlich im Original eigentlich zentral gelegen. Und ich habe sie in meinem Song ein bisschen verändert. Ich habe sie mit der Gitarre eingespielt, weil ich keine Lust zu singen habe und weil ich Halsschmerzen habe und weil man das auch hört, dass meine Stimme nicht auf der Höhe ist und weil ich nicht singen kann. Und ich habe die Spur dupliziert quasi und hier jeweils auf, gut, die jetzt auf 12%, hier auf 20% aufgeteilt. Und dann klingt das ungefähr so. Da sind jetzt noch Effekte drüber, ne? Das ist die linke Spur. Das ist die rechte Spur. Und dann fällt mir jetzt schon wieder auf, dass die Effekte fehlen. Aber das ist erstmal egal. Da, das kann ich auch schnell noch zeigen. Ich habe hier, welche hatte ich denn da? Steht es hier noch drin? Nee, schade. Können wir ja ganz schnell gucken. Ich hatte nämlich verändert, das hier habe ich mit reingenommen. Aber egal, das ändert halt nur was am Klang. Aber ist ja jetzt erstmal egal. Das Grundkonzept von diesem Teil klingt dann ungefähr so. Genau hier setzt dann der Refrain ein, den ich jetzt auch noch mal kurz erklären möchte. Ich habe die Stimmen hier getrennt, weil die ein bisschen anders sind. Die sind nämlich jeweils komplett auf den linken Audio- bzw. auf den rechten Audiokanal getrimmt. Dann habe ich noch, wie erwähnt, diese, ich habe sie jetzt Highlight-Gitarre genannt, die eigentlich nur im Refrain Folgendes macht. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber glaubt mir, man wird das den Unterschied hören. So, der Bass verändert sich auch hier ein bisschen. Ich meine, das wäre im Original tatsächlich auch so. Der wird hier zu einem Wechselbass. Das heißt, ich spiele nicht immer nur den Grundton, in diesem Fall immer bei C-Dur, also das C, bei G-Dur das G und bei, was kommt danach, A-Moll das A und dann wieder das G, sondern ich mache den Bass dadurch ein bisschen schneller und, was heißt, also abwechslungsreich würde ich ihn dadurch auf jeden Fall nicht nennen, aber interessanter dadurch, dass ich dann zum Beispiel wechsle von, also immer den Wechselbass. Also bei C ist es C, G, C, G. Dann ändert sich der Akkord auf G, dann gehe ich auf G, D, G, D. Und das klingt dann so. Wie gesagt, besser, nicht gut, aber besser. Dann habe ich hier noch eine Hi-Hat dazu. Ist jetzt auch nicht so weltbewegend, aber es macht einen Unterschied. So einen Schellenkranz habe ich auch mit reingenommen. Der spielt dasselbe. Solo-Gitarre habe ich erklärt und wieder hier unser Glockenspiel-Grödel. Klavier ist dabei. Die Akustikgitarre verdoppelt, meine ich. Ja. Allerdings hier eher auf dem rechten Kanal, wie im Original meine ich auch. Und dann klingt das zusammen ungefähr so. Na, wollen wir die richtige Stelle raussuchen. So viel dazu. Natürlich, jetzt habe ich direkt das Schlagzeug vergessen. Das macht aber hier auch nichts Spektakuläres. Außer, dass es einen kleinen Auftaktschlag hat, der eigentlich nur aus der Snare besteht. Das ist es. Und dann haben wir dazu noch, was ist das hier? Ja, ein Beckenschlag. Das ist halt wirklich das Intro davon. Und danach wechselt das immer zwischen Bassdrum und Snare. Was total einfach ist, aber zusammen, wenn man das jetzt mal zusammen nimmt, Hi-Hat und Cello, Hi-Hat kann man auch weglassen, ich nehme sie mal dazu, klingt das ungefähr so. Ne, ist jetzt nichts Besonderes, aber zusammen klingt es dann halt ein bisschen interessanter. Es ist immer noch nicht gut. Aber das gibt halt so ein bisschen den Rhythmus vor. Ja, wie gesagt, danach geht es wieder ganz normal weiter. Wie gesagt, ich finde
Die ist halt hauptsächlich auf dem linken Audiokanal dabei. Ich hoffe, dass man das nachher in der Aufnahme so ganz gut hören kann. Und das ist quasi der Grundaufbau unseres Liedes. Das war es schon fast. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar kleine Nuancen hinzugefügt, wie hier von der Solo-Gitarre so ein paar Licks mit rein, die ich dann, weiß nicht, ein bisschen improvisiert habe, einfach nebenher gespielt. Das ist dann nichts Weltbewegendes, aber ich finde, sowas brauchte gerade dieses Lied, dass es halt nicht so statisch bleibt, wie es ist. Also wie man jetzt schon sieht, das Lied lebt sehr stark von Wiederholungen. Also auch wenn es jetzt hier sehr chaotisch aussieht, auch dadurch, dass halt hier viele Sachen verdoppelt sind, damit es besser klingt oder besser angepasst werden kann. Es ist im Grunde wirklich halt immer dasselbe. Ja? Die Western-Gitarre spielt dieselben Akkorde wie das Klavier und das Klavier spielt dieselben Akkorde wie die Gitarre hier oben und es gibt keine Harmonien und der Gesang ist total simpel. Ich muss mir überlegen, das waren glaube ich 4 oder 5 Töne. Also, ich sag mal so, ich kann kein Klavier spielen. Wenn ich es schaffe, aus deinem Lied die Tonfolgen rauszuhören, dann war das nicht sehr schwer. Ich möchte es mal so sagen, ohne mich jetzt selbst zu denunzieren. Hier haben wir noch, muss ich mal gerade gucken, das ist auf der Hi-Hat-Spur, glaube ich, aktiviert. Nur noch ein rechtes Becken. Und dann nochmal. Was jetzt so ein bisschen blöd klingt, aber zusammen. So, und dann merke ich es gerade auch, ich habe hier im Schlagzeug habe ich noch was hinzugefügt, was im Original nicht so ist, weil es mir besser gefiel. Dass da die Bassdrum so ein bisschen Abwechslung mit reinbekommt. Das wird danach auch wieder geändert, aber für den Augenblick ist es halt wirklich gut. Also es ist jetzt im Refrain und geht jetzt wieder in die Strophe über. So, das ist die ganze Magie dahinter. Ja, dann haben wir hier am Ende noch dasselbe wiederholt, bis es einfach ausklingt. Ganz einfach. Immer noch besser als ein Fade-Out. So, und jetzt zu der Sache, warum ich dieses Lied nicht mag. Man kann natürlich sagen, dass das sehr subjektiv ist. Und es mag es auch sein. Aber ich finde, dieses Lied ist halt ein generischer Popsong. Ein generischer Popsong wie ihn, weiß ich nicht, wie man ihn im Internet erstellen lassen kann. Ich habe es tatsächlich überprüft. Man kann sich auf Internet einfach mal, ihr könnt einfach mal gucken, ich glaube, Chord Generator, könnt ihr einfach mal bei Google suchen, das müsste das erste Ergebnis sein. Und der steht direkt auf die Voreinstellung Klischee und auf die Tonart C. Und dann könnt ihr gucken, die Akkorde, die dabei rauskommen, sind halt wirklich exakt die, die in diesem Lied benutzt werden. Tatsächlich werden bei dem Chord Generator noch ein paar zusätzliche angegeben, die man auch mit reinbringen kann, die hier nicht mehr vorkommen. Das sind halt so Sachen. Und auch der Text, ich meine, der Text ist so scheiße, da sind grammatikalische Fehler drin. I feel so fat. Nein, es müsste fett heißen, F-E-D, so wie müde oder übermüdet, aber fat, ich fühle mich fett. Was soll das heißen? Ja? Also entweder wussten die beiden Herren, die den Text geschrieben haben, übrigens, das sind 2 Leute, die diesen Text schreiben. Wenn es für so einen Text 2 Leute braucht, na Amen. Ja, also könnt ihr euch mal überlegen, wenn diese 2 Leute nicht diesen Text gescheit hinbekommen, das haben sie anscheinend nicht hinbekommen. Es ist, naja, so viel dazu. Aber wie gesagt, das Lied ist jetzt, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe gestern Abend damit angefangen und habe eigentlich für alles nur ein Take gebraucht, bis auf die Western-Gitarre, weil ich mich da beim Aufnehmen vertan hatte und die übersteuert hat. Aber ja, sonst hat alles ein Take gedauert und das, was hier an doppelten Spuren ist, ist halt dupliziert und nicht neu eingespielt, mit Ausnahme vom Glockenspiel und dem Klavier. Oder dem zweiten Glockenspiel. Wie gesagt, das ist halt alles selber eingespielt, die Gitarre sowieso. Ich habe hier 3 Gitarren rumstehen. Eine Western-Gitarre, ich habe eine akustische Gitarre, mit der akustischen Gitarre kommt das hier und das hier. Und die E-Gitarre, mit der kam, wo ist es, die Solo-Gitarre, mit der ich nur improvisiert habe. Und hier dieses Highlight-Gerödel. Das war's. So, und den Rest habe ich mit Klavier gemacht, ne? Klavier. Und weil es halt auch ein Yamaha-Piano ist, kann man da zum Glück auch andere Instrumente nachahmen. Dann habe ich da noch nachgemacht, wie heißt es denn? Wo ist die Spur? Mein Schlagzeug, meine Schelle und mein Hi-Hat. So, das war's. Es ist halt alles komplett selbst gemacht. Es ist nichts am PC generiert.
war mir wichtig, um zu zeigen, dieses Lied kann man an einem Abend nachmachen. Diesen Text kann ich von einem PC generieren lassen. Diese Akkordfolge kann ich von einem PC generieren lassen. Dieses Lied ist nicht gut. Objektiv ist dieses Lied nicht gut. Und Bibi-Fans sagen ja gerne, dass Bibi oder dass da überhaupt viel Arbeit reingeflossen ist. Und damit kann ich jetzt offiziell sagen, nein, ist es nicht. Dieses Lied schafft man innerhalb von 1 bis 2 Tagen, wenn man den Text noch selber schreiben will. Sonst geht das sehr, sehr schnell. Und dann ist da nicht viel Arbeit nötig. Mag sein, dass vielleicht Bibis Gesang so schlecht war, dass man da so viel nachbearbeiten musste, bis es halt ordentlich klang. Obwohl es immer noch nicht ordentlich klingt, ist es teilweise immer noch nicht perfekt. Gerade am Anfang hört man das doch sehr gut. Aber ja, dieses Lied ist halt nicht viel Arbeit. Ich habe, es ist die Originaltonart, es sind alles die Originaltöne, ich habe alles genau rausgehört, was mir normalerweise nicht leicht fällt, aber hier fiel es mir halt extrem leicht, weil es so generisch und so absehbar war, was passiert, dass selbst ich es hinbekommen habe. Also können wir festhalten, das Video ist tatsächlich ganz gut gemacht. Da sind ein paar nette Effekte drin, die sind äußerst gut gelungen. Auch so vom Technischen gefällt mir das Video eigentlich ganz gut. Muss man halt echt sagen, das Musikvideo ist ganz gut. Es hat halt mit der Musik nichts zu tun. Ja, das ist halt einfach ein Punkt. Und auch die Szene, in der Bibi irgendwo im Bett liegt und einfach nur rumwackelt. Ja gut, das kann man jetzt hinterfragen. Kann man aber auch lassen, weil ich will gar keine Antwort darauf. Das dazu. Und nur mit dem Lied tut's mir halt echt leid. Dieses Lied ist objektiv nicht wirklich gut. Es ist ein generischer Popsong, wie man ihn überall findet. Es gibt bereits jetzt Anschuldigungen, dass dieses Lied gestohlen ist. Und ich finde, diese Anschuldigungen, ich habe mir den Vergleich angehört, sind durchaus berechtigt. Das ist halt das Problem mit Popsongs. Popsongs sind im Grunde alle gleich, deswegen hasse ich auch momentan die moderne Musik. Weil moderne Musik oder moderne Populärmusik ist halt furchtbar. Sie klingt gleich, sie ist gleich. Ja, selbst wenn man überall dieselbe Akkordfolge hat, muss das ja nicht mal Absicht sein. Das liegt einfach daran, weil diese Musikrichtung, weil gut, Popmusik ist jetzt keine Richtung, es ist einfach nur populäre Musik, aber diese Musikart ist halt einfach so generisch, so absehbar, dass es halt normal ist, dass die Sachen am Ende gleich klingen. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von Musik. Und dann nochmal so ein bisschen dazu, ich finde, Krieger hat das, glaube ich, gesagt, dass es doch schön ist, dass sie es schaffen, mittlerweile Musik zu machen. Nein, finde ich nicht. Davon abgesehen, dass Bibi mit diesem Song genauso so viel zu tun hat wie ich. Nein, Moment, ich habe mehr damit zu tun. Ich habe diesen Song auseinandergenommen, ich habe ihn verstanden, sie wahrscheinlich nicht. Ich spiele wenigstens ein Instrument und, na gut, ein paar andere so halb, aber das ist, ich verstehe halt was von dem Lied. Und ich habe dieses Lied mehr oder weniger jetzt komplett für euch auseinandergenommen. Und der Punkt ist halt einfach, dass da von Bibis Seite keine Arbeit reingeflossen ist, keine Idee, kein gar nichts. Und das bedeutet im Umkehrschluss halt auch, dass es für mich keine, ich will jetzt nicht sagen Daseinsberechtigung gibt, aber keinen wirklichen Sinn ergibt, dass Bibi jetzt Musik machen möchte. Das ist schwachsinnig, weil ich finde, man sollte Musik machen, wenn einem was an der Musik liegt. Man muss dafür kein Instrument spielen können. Man muss nicht singen können. Werd halt Rapper. Man muss auch von mir aus keine Texte schreiben können. Summen halt irgendeine Melodie. Aber diese Lieder zu machen, nur weil es wahrscheinlich von Warner angeboten wurde, und ich denke mal, dass Warner hier so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt ist, das ist falsch. Dafür ist Musik nicht da. Musik ist dafür da, Musik ist eine Leidenschaft. Und wer Musik aus Leidenschaft nicht macht, sondern nur, um nachher kleinen Kindern sagen zu können, bestell meine CD vor, weil sie sonst nicht mehr verfügbar ist, dann aber gleichzeitig dasselbe Lied auf YouTube, auf Napster, auf Spotify, auf allen anderen Anbietern kostenfrei anbiete, dann ist das ein ziemlicher Assi-Move. So, und das ist diese ganze Aktion für mich einfach. Das war ein Griff ins Klo. Bibi hat sich auf jeden Fall die 1,4 Millionen Dislikes verdient. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal vom gesamten The Game Beauty-Team. Und so wie diese Sache momentan ist, finde ich, das hat alles seine Richtigkeit. Nur dieser Song halt nicht. So. Jetzt wisst ihr, woraus dieser Song besteht. Ihr könnt es direkt wieder vergessen, weil jeder Song daraus besteht heutzutage. Aber jetzt wisst ihr es und jetzt habt ihr Argumente, wenn ihr die noch gebraucht habt, um zu beweisen, dass dieses Lied scheiße ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.